Neues Jobwunder in Deutschland. Olaf Scholz löst sein Versprechen ein. Über ganz Deutschland hinweg werden neue Stellen geschaffen. Hurra! Und zwar in den Einbürgerungsämtern. Laut Tichys Einblick lagen alleine in München die Anträge auf Einbürgerung im Juni 2024 um über 129% über dem Vorjahresmonat. Und damit wurden alleine in München 20 neue Vollzeitstellen geschaffen. Hurra! Grund dafür ist natürlich das neue Einbürgerungsgesetz der Ampel, das jetzt die Einbürgerung schon nach 5 anstatt nach 8 Jahren ermöglicht. Hurra! Selbstverständlich ist auch die doppelte Staatsangehörigkeit erlaubt und unter gewissen Umständen werden auch ältere Migranten ohne Erwerbstätigkeit eingebürgert. Hurra! Die größte Gruppe machen übrigens Syrer aus. Auf dem zweiten Platz sind Iraker und auf dem dritten Platz Türken. Hurra! Also wird man schon in wenigen Jahren über Gruppenvergewaltigungen, Ehrenmorde und Messerdelikte sagen können, das machen Deutsche auch.